Höher, schneller, weiter. Diesem Motto gehen immer mehr Sportler mit Behinderung nach. Auch vermeintlich eher ungewöhnliche Sportarten begeistern immer mehr Menschen. One-Hand-Skydiving nennt sich der Sport, den Claudia Breitbach seit 4 Jahren betreibt. Ihr fehlt seit Geburt der linke Unterarm und sie liebt das Fallschirmspringen. Also die besondere Faszination am Fallschirmspringen ist für mich, dass man mit einem Flieger auf 4000 Meter Höhe geht, sich die Tür öffnet und man ein intaktes Flugzeug verlässt. Innerhalb von 10 Sekunden erreicht man seine Endgeschwindigkeit und in 200 km/h fliegt man durch die Luft und kann kontrolliert Figuren fliegen, Formationen fliegen. Und wenn man das mit einem Team macht, wie ich das jetzt mache mit meinem Team Karma, ist das halt eine super Sache und es gibt einem sehr viel und dort oben in der Luft ist die Welt friedlich und es ist halt ein wahnsinnig rasanter Sport. Und das macht mich halt sehr glücklich und sehr zufrieden. Dass man für diesen Sport eigentlich 2 Hände braucht, wollte Claudia Breitbach so nicht hinnehmen. Gut, man braucht zum Steuern und zum Landen des Fallschirms 2 Hände, um die Steuerschlaufen gleichmäßig zu ziehen, um halt Kurven zu fahren und halt zu flären. Und ich habe ja nur eine Hand und die andere Hand wird durch die Sportprothese ersetzt. Und das war natürlich auch schwierig für mich, halt einen Ausbilder zu finden, der gesagt hat, okay, ich gebe dir die Chance, wir versuchen es, für dich auch das Fallschirmspringen zu ermöglichen, weil es natürlich ein großes Handicap ist, nur mit einer Hand wirklich dann auch den Fallschirm zu landen und zu steuern. Doch von eventuellen Schwierigkeiten ließ sie sich nicht abhalten. Ihre Lösung, eine spezielle Sprungprothese. Das ist meine Sprungprothese. Sie besteht aus mehreren Bestandteilen. Wir haben hier einmal einen Silikonliner, den ich mir über den Stumpf ziehe und dann meine Sprungprothese an sich. Das sieht dann so aus. Ich habe hier einen Maßliner, den ich mir über meinen Stumpf ziehe. Dieser Maßliner hat hier unten einen Adapter und mit diesem Adapter muss ich hier in dieser Sprungprothese in die Führung hineingeraten und dann wird diese Führung dann 6-mal rasten und dann sitzt sie wirklich fest. Und das ist immer spannend, in dieser Sprungprothese das Loch zu finden, aber wenn man es jetzt hört, so. Es hat 6-mal geklackt und damit ist schon mal diese Sprungprothese fest an meinem Arm justiert. Und damit dieser ganze Zug, der durch die Steuerleinen sozusagen auf die Prothese wirkt, nicht nur auf diesem kurzen Stück hier einwirkt, ziehe ich mir immer noch eine Kniestulpe drüber. Die ist sehr eng und die ziehe ich mir über den kompletten Oberarm, sodass der ganze Zug dann auf den kompletten Arm übertragen wird. Trotz ihrer Vorreiterrolle möchte Claudia Breitbach nicht die einzige Fallschirmspringerin mit diesem Handicap bleiben. Da können natürlich nachfolgende Menschen, die auch mit Handicap springen wollen, daher natürlich sich da schon die Erfahrung rausziehen. Genauso habe ich mir ja beigebracht, auch mit einer Hand zu packen. Und es gab schon eine Nachfolgerin, die dann auch mit einem Arm springt. Die springt aber ohne Prothese. Ihr konntet zum Beispiel das Packen erklären. Und sie hat ja dann auch meine Internetseite gefunden und kam dann auch hier zum Sprungplatz in Soos. Und die kann natürlich aus dem, was ich mir jetzt schon selbst erarbeitet habe, natürlich dann halt die Dinge rausziehen, die jetzt auf sie dann halt oder auf ihre Bedürfnisse dann anzuwenden sind. Das ist eigentlich eine schöne Sache, macht mich auch stolz. Und das möchte ich auch weiter so machen. Hoch und runter geht es im rasenden Tempo auch beim Chairskating. Deutscher Vorreiter für den schnellen Sport in der Halfpipe ist David Lebusa. Weltweit hat er schon einige Halfpipes mit seinem Rolli unsicher gemacht. Angefangen hat alles jedoch eher zufällig. Ich bin so Schritt für Schritt darauf gekommen, skaten zu gehen, weil zuerst war halt erstmal der Rollstuhl. Ich wusste nicht wirklich, was ich damit machen kann. Und als mir in der Reha gezeigt wurde, dass man da mit Bordsteinkanten hochkommt und Treppen runterkommt, da war ich erstmal schon fasziniert. Und das habe ich immer so Schritt für Schritt erweitert und irgendwann kam ich alle Kanten hoch und runter und Treppen hoch und auch runter. Ja, dann bin ich ins Skatepark gegangen. Der Reiz am Skaten ist halt wirklich die Grenzen immer wieder auszuloten und zu erweitern und Dinge zu schaffen, von denen man selber nicht geglaubt hat, dass die möglich wären. Und wenn man die dann doch schafft, halt das Erfolgserlebnis mitzunehmen und dadurch halt immer wieder neue Motivation zu tanken. Sehr viel mehr als Motivation braucht man im Übrigen auch gar nicht fürs Chairskating. Also besondere Fähigkeiten muss man jetzt nicht unbedingt haben. Also gerade bei den Workshops, die ich jetzt veranstalte,
machen wir es eigentlich schon möglich, dass jeder das auch mitmachen kann und das mal erleben kann und ausprobieren kann. Wenn man das natürlich richtig als Sport auch machen würde, dann sollte man zumindest seinen Rollstuhl selber anschieben können und auch auf ein gewisses Tempo kommen. Aber ansonsten ist es erstmal für jeden machbar und jeder, der Spaß dran hat, kann es dann auch machen. Neben dem Spaßfaktor kann Chairskating aber auch für den Alltag nützlich sein. Durch das Skaten bin ich mit meinem Rollstuhl quasi eins und kann natürlich wirklich gut mit umgehen. Das habe ich ja dadurch gelernt und ich merke es auch bei den Workshops einfach, dass die Teilnehmer auch ganze Ecke Angst verlieren. Und wenn man einfach mal merkt, dass man sich in den extrem schrägen und Rampen von einem Skatepark einfach auch relativ sicher mit dem Rollstuhl bewegen kann, dann hat man natürlich bei der Kante in der Stadt oder bei der Rampe vorm nächsten Supermarkt irgendwie da nicht mehr so viel Angst. Ob in der Luft oder in der Halfpipe, ein bisschen Nervenkitzel gehört für Claudia Breitbach und David Lebusa einfach dazu. Denn sie lieben und leben für den Adrenalinkick.